Guten Morgen, Köln! Hey, Morgen! So, ein historisches Interview. Die beiden Herren hier links und rechts von mir, die waren von ersten Mal an dabei, als es damals noch das Camp für freie Bildungsmaterialien war, das OER Köln. Die beiden waren dabei und sie sind jetzt auch im fünften Jahr ihres EdChat.de, der damals gegründet wurde 2013. Links von mir André Spang, rechts von mir Thorsten Labig. André, der Digital Education Day. Was hat sich getan vom ersten Mal an? Ja, wir haben ja das Wort schon mehrfach in den Mund genommen, Tradition. Ich bin froh, dass es ihn immer noch gibt und dass er sich so entwickelt hat. Erstmal von der Zahl her sind es ja jetzt über 400 Teilnehmer. Und man sieht auch, dass jetzt Themen hier reingekommen sind, die, von denen man eben zur Gründung noch gar nichts wusste. Virtual Reality habe ich gesehen, viele Angebote, ganz viele Leute, die jetzt auch selber praktische Erfahrungen gemacht haben und nicht auf der Metadiskussionsebene sind, finde ich ganz spannend. Also stimmt mich sehr positiv. Also dein Eindruck ist, es ist konkreter und praktischer geworden? Genau, das kann man so sagen, ja. Thorsten, fünftes Jahr, im fünften Jahr des EdChat.de. Ich kann mich noch gut erinnern an das erste Interview damals, ne, als es auch noch darum ging, eine Definition überhaupt zu finden, dass die Menschen verstehen, was EdChat.de ist. Was hat sich denn in diesen fünf Jahren für dieses Format, dieses kleine Bild, ne, also dieses kleine, feine, starke Bildungsformat bei Twitter, was hat sich da so entwickelt? Es hat eine hohe Dynamik entwickelt, in jeglicher Hinsicht, also was Teilnehmerzahlen angeht, was ja auch, sagen wir mal, die Entwicklung im Team angeht. Also ich finde es total faszinierend, die Erfahrung zu machen, über mehr als vier Jahre lang so etwas durchzuhalten, also nachhaltig an so etwas dran zu bleiben. Denn natürlich denkt man im Laufe einer solchen Zeit doch mal, hat sie es jetzt überlebt, hat sie es nicht überlebt? Und dann kommen immer wieder neue Themen, immer wieder neue Leute, die Impulse setzen und ergänzen das, bringen es voran. Es gibt Leute, die auch sozusagen nicht mehr daran teilnehmen, weil sie sagen, das hat sich für mich jetzt überlebt. Das ist jetzt, ich habe jetzt alle Antworten auf alle Fragen, die ich gestellt habe, vielleicht irgendwie bekommen oder es wiederholt sich für mich oder was auch immer dann Gründe sind. Aber so diese Dynamik, die finde ich sehr, sehr spannend. Aber gleichzeitig dann eben auch zu sehen, dass man ohne irgendeine Rechtsform, die wir ja immer noch nicht haben, etwas machen kann. Also das ist für mich auch so ein bisschen 21st Century. Es geht nicht mehr um diese Formalia, sondern darum, macht es. Welche Themen wiederholen sich denn immer, die dir vielleicht zum Hals raushängen? Also es sind natürlich immer Themen dabei, die was mit Digitalem im Allgemeinen zu tun haben. Die hängen uns natürlich nicht aus dem Hals raus, weil wir bewegen uns ja in diesen Szenarien. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn Themen nochmal wiederkommen, sind sie anders gestellt und wir letztendlich formulieren die Fragen dann auch nochmal anders, dass wir es mehr ausdifferenzieren. Insofern ist es immer noch spannend und wir lernen jedes Mal dazu. Letztes Mal ging es um Gamification, eigentlich mein Fachthema. Dann hat Thorsten die Fragen gemacht, dann war das eine ganz andere Richtung. Das fand ich auch klasse. Also, und ich finde vor allem die Teamarbeit, die ist jetzt wie aus einem Guss, also da ist, läuft alles ohne Absprache einfach so, das merkt man halt, da stecken vier Jahre Arbeit drin und das zahlt sich aus. Digitale Bildung, was um Himmels Willen soll sich jetzt endlich tun? Vor 20 Jahren hat sich die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet gegründet und ich begegne immer noch Lehrkräften, die von den Grundlagen dessen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, auch für Bildungszusammenhängen, keine Ahnung haben. Und ich möchte endlich dahin kommen, dass wir einen professionellen Anspruch haben, der sagt, wir sind auf der Höhe der Zeit, am besten noch zwei Schritte weiter voraus, um wirklich verantwortungsvoll mit den besten Möglichkeiten, die wir haben, Kinder und Jugendliche beim Lernen zu begleiten, aber gegebenenfalls auch eben rechtzeitig präventiv tätig zu werden und nicht erst, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also das wäre so eine Geschichte, diese Haltungsfragen im Kontext der Digitalisierung. Da geht es also gar nicht um Tools oder um Big Data oder Ähnliches, sondern um so grundsätzliche Haltungsfragen.
die sich für mich in diesem Zusammenhang nochmal ganz neu stellen. Wie ist das bei dir? Wo hast du das Gefühl, meine Güte, bitte jetzt? Ich blicke ja jetzt auch ein bisschen aus der anderen Richtung drauf. Also ich finde, es ist schon mal einfach ein sehr gutes Zeichen. Heute Morgen ist von der amtierenden Bildungsministerin hier eröffnet worden. Letztes Jahr war die damalige Bildungsministerin hier vor Ort, dann Stadtdirektor, das ist ja schon Standard, und Bildungsdezernentin. Insofern ist das Thema ja auch einfach auf der politischen Ebene absolut angekommen. Und ich glaube, da sind auch die Zeichen ganz klar zu sehen, dass das vorangeht. Ich habe neulich getwittert, wir müssen uns noch Zeit geben. Dann habe ich gleich drüber bekommen, so, nee, wir müssen. Doch, wir müssen. Es ist einfach ein Prozess, der alles auf den Kopf stellt. Und selbst ich, der nicht unbedingt geduldig ist, habe gelernt, dass man einfach lange dranbleiben muss und dann wird's gut. Also. Das erinnert mich an die legendären Worte von Peter Kruse, als er damals seine Rede im Bundestag hielt, als die Enquete-Kommission für Digitalisierung tagt, und er sagte: Und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld.